Ich habe Leather Clutches gelernt und ich zeige euch außerdem heute, wie ihr es lernen könnt und wie sie überhaupt funktionieren. Wir sind schon auf der Map angekommen und zwar auf der Map Amazon hier direkt. Ja, und ich würde sagen, wir starten gleich direkt rein. Ich habe Leather Clutches sehr stark geübt, um halt einfach zu gucken, wie gut ich das Ganze kann. Und ich würde sagen, ich habe einiges wirklich geschafft. Ich bin wirklich gut am Anfang zurechtgekommen. Hier, wir kaufen mal direkt 16 Leitern, wobei das wahrscheinlich zu viel ist. 8 reichen komplett aus. Ist meine allererste Runde heute, also bitte erwartet nicht zu viel. Ja, ich kann ja gleich mal nebenbei erzählen, wie ich das ganz genau gelernt habe und warum. Aber als allererstes eliminieren wir Weiß, wobei ich das Gefühl habe, dass Weiß schwierig wird. Unsere erste Gelegenheit für Leather Clutch. Wir machen daran. Zack, erster Leather Clutch schon mal geschafft heute. Okay, ich dachte, Weiß wird wirklich schwer, aber ist ein Level 6er. Jetzt also auch nicht so schwierig. Und da kommt er sogar direkt nochmal auf uns zu. Und komm, Combo, Combo. Ja, perfekt, Combo des Todes. Ich hatte mir nämlich mal überlegt, einfach Leather Clutches zu lernen, weil ich dachte, es ist total praktisch. Ich meine, du stackst dich über irgendwen rüber und dann kannst du natürlich jetzt nicht irgendwie 5 Herzen Fall Damage kassieren. So. Geht ja nicht, also geht natürlich schon, aber dann stirbst du halt direkt. Und deswegen dachte ich mir, ja, easy lerne ich das halt. Aber es hat länger gedauert, bis ich es wirklich safe konnte. Also das darf man echt nicht unterschätzen. So, Pink ist bitte schon mal weg und dann hole ich mir eben Rüstung und Sharpness. Jedenfalls, wie ich schon gesagt habe, man darf es halt nicht unterschätzen. Man denkt immer, es ist eigentlich leicht, ist ja nur eine Leiter. Aber nur ein leichtes Veraim und zack, ist es kein guter Klatsch oder halt eben gar kein Klatsch mehr. Probieren wir mal da dran aus. Ich habe es noch nie an Seiten von Steinstufen gemacht, aber funktioniert auch einwandfrei. Ja, also ich muss sagen, ich finde es echt einfach und es macht auch richtig Spaß. Ich merke gerade leider, dass dieser 4Easy oder wie auch immer das dann ausgesprochen werden soll, ziemlich die Runde gerade rasiert. Ich habe halt, wie gesagt, wie ihr schon gesehen habt, deren Bett abgebaut, sein Bett abgebaut. Aber irgendwie rasiert er hier trotzdem die Runde. Und diese Clutches kann ich leider nicht, also so und dann direkt so. Das kann ich noch nicht. Das blaue Bett ist weg, okay. Ich weiß nicht ganz genau, was er hier dann gerade macht. Er hat deutlich mehr Protection als ich. Aber ja, okay, das ist keine Chance. 4Easy ist Hypixel Level 49. Ist eigentlich weird, dass er dann so gut ist, aber kann auch ein Gomme-Spieler sein. Davon gibt es in letzter Zeit ja leider zu viele auf Hypixel, meiner Meinung nach. Ich habe gerade gesehen, da baut jemand mein Bett ab. Finde ich nicht freundlich. Und zack, er ist Level 300. Das wird wohl nichts. Gelbes Bett weg. Perfekt, niemand hat mehr ein Bett. Ich muss jetzt es nur noch schaffen, hier nicht zu sterben. Ich zeige euch nach der Runde am besten, wie man das hier sehr gut lernen kann. Und als allererstes müssen wir jetzt irgendwie wegkommen. Ich habe die ganzen Dias schon eingesammelt, aber der Pinke und der Gelbe, die fighten irgendwie nicht. Und dann habe ich gerade ein bisschen Angst. Gelb wurde hier übrigens gerade eliminiert von dem Pinken. Ich habe heute schon wieder dermaßen Sprachfehler. Naja, jedenfalls muss ich den jetzt auch noch töten, den Pinken. Mal schauen, will ich den Leather Clutch machen? Nö, aber schade. Bitte, 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 triff, triff, triff. Okay, er hat getroffen, aber es war leider ein bisschen zu spät. Ja, ich gehe jetzt durch, aber er hat auch eingeschmissen. Er hat sogar verworfen. Cool. Ja, ich bin jetzt hier oben drauf und mal schauen. Ich habe erstmal Pfeil und Bogen. Das mache ich jetzt eigentlich nur, weil dieser Typ hier ziemlich gut ist. Und ich habe ihn tatsächlich damit gerade auch bekommen. GG. Wenn ihr jetzt hier so in der Lobby steht, dann könnt ihr einfach hier hingehen zu Practice, könnt auf MLG gehen, könnt unten auf diesen Repeater ist es glaube ich gehen, dann auf Gegenstand Leiter und jetzt könnt ihr hier noch rein theoretisch irgendwas einstellen, zum Beispiel die Höhe der Plattform, die Dicke, sagen wir jetzt mal, sie soll 2 Blöcke dick sein, dann ist jetzt hier 2 Blöcke dick. Wir machen sie zum Beispiel klein, dann ist sie nur einen Block hoch und dann kann man daran super gut Leather Clutches lernen. Empfehle ich nur jedem. Wir rushen schon jetzt auf der neuen Map Mirage, also nicht neue Map, aber in der neuen Runde zu ihm rüber. Wir stacken uns natürlich ein bisschen hoch, wir haben nicht umsonst Leather Clutches gelernt. Ich weiß gar nicht, ob man an Leaves das machen kann. Okay, ja, nevermind, hat nicht funktioniert. Oh mein Gott, er ist Level 10. Oh mein Gott, wie schade. Okay, das ist natürlich jetzt traurig. Ich konnte keine Leather Clutch machen, weil ich es verkackt habe. Egal. Ja, wir haben sein Bett, meine ich. Er ist solo, natürlich. Ich glaube nicht, dass ich das kriege. Ja, natürlich nicht. Das macht auch nichts. Wir sind jetzt natürlich wieder am Leben und er kommt sogar zu mir. Ich glaube, er hat einen Fireball, sonst würde er da nicht so stehen. Ja, wir konnten gerade, wie gesagt, jetzt schon 1000 Mal keinen Leather Clutch machen. Aber das passt. Oh, kleines Tally. Naja, gut, dann nochmal.
Aber er, oh mein Gott, er ist Slowbridge. Gut, was soll ich da noch zu sagen? Ich bin jetzt schon über ihm. Und dann würde ich sagen, er droppt down, Digga. Ich kann nicht mehr reden. Ja, ich habe ihn. Oh mein Gott. Da rot auch nur Slowbridge, gehe ich jetzt mal zu ihm rüber. Er hat doppelt Endstone, glaube ich. Oder er hat Endstone und Holz. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber ich gehe einfach mal rüber und hole mir sein Bett. Mit Glück stirbt er irgendwie oder kommt zurück oder was auch immer. Dann kann ich easy seinen Kill bekommen. Ich glaube, ich habe gar nicht genug Blöcke. Ah, doch. Also habe ich nicht. Aber ich habe ja Fireball, also alles easy. Und dann, ja, okay, genau. Doppelt Endstone. Wir kriegen das Bett. Und guck mal, jetzt kriegen wir ihn auch noch aus der Luft gedroppt. Perfekt. Blau scheint mir im Vergleich zu den anderen der Beste zu sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich immer noch der Beste von allen bin. Genau, deswegen hoffe ich mal, kann man hier bridgen? Ja, das geht, super. Dann gehe ich jetzt zu ihm durch. Ich hoffe, dass gleich wieder die Gelegenheit kommt, einen Leatherclutch zu machen, aber gerade ist das hier ja nicht so der Fall. Da ist der Blaue, ich fight den mal. Ich lagge gerade leider ein bisschen, also ich habe ein bisschen FPS-Drops. Okay, never mind, er ist doch nicht der Beste von allen. Er, oh, what the, er, what the hell, wait. Also das ist jetzt nicht mein Fall, muss ich zugeben. Der ist mir dann doch zu gut. GG. Da ist der Blaue wieder. Ich kill ihn mal. Ich habe nicht seinen Kill bekommen. Oh mein Gott. Wie dumm. Dafür sind Leitern auch praktisch. Man kann sich einfach irgendwo hochziehen. Mal gucken. Okay, er kommt recht gut. Und, ey, Digga. Ja, okay, jetzt hat er 4 Emeralds und 4 Dias, Digga. Also, was war das denn? Der hat auf einmal alles gekonnt. Da habe ich einen Blockklatsch gerade gemacht und ich bin hochgegangen über ihn. Komm schon, komm schon. Ja, ey, also ich verstehe gerade nicht, was los ist. Alle haben Protection 5 Millionen und ich krieg gar nichts ab. Und der Weiße farmt sich in der Mitte hoch, Digga. Was ist das denn für eine Runde? Ich krieg die nicht dumm, nicht tot, weil die lost sind. Also nicht mal, weil die gut sind. Die farmen sich alle nur dumm und dämlich und ich kann das halt nicht, weil mich irgendein Random hier dermaßen killt. Aber na gut, okay, guter Blockklatsch von ihm. Ja, mein Bett ist damit weg. Ab jetzt werde ich ein bisschen vorsichtiger spielen. Der Weiße läuft dort auf jeden Fall lang. Ich kann jetzt zu seinem Bett durchgehen. Ich hoffe, ich kriege noch ein paar Dias in der Zwischenzeit, denn das wäre jetzt für mich äußerst wichtig. Irgendwie sind die von den Leveln her ziemlich schlecht, aber trotzdem sind sie so gut, dass ich nicht an denen vorbeikomme. Egal, das weiße Bett habe ich, er rechnet nämlich nicht mehr gerade mit mir, er hat gerade Blau getötet. Sehr gut. Und er ist sogar ins Void gefallen, also habe ich sein... ich habe alles von ihm, Alter, nur noch grün. Gut, jetzt werde ich ganz anders spielen, ich habe dermaßen viel unterschiedlichen Kram. Ich habe mir Steinschwerter statt Wolle gekauft, oh mein Gott. Ich habe jetzt, würde ich sagen, genug Kram. Ich gehe jetzt auf den. Der läuft dort hinten entlang. Ich habe genug Potions. Also ich habe ja nur 2 Potions. Da, oh mein Gott, er hat mich gerade sogar gar nicht gesehen. Sehr gut. Ich wollte erst eine Enderperle holen, dachte mir aber dann, na, lass ich mal lieber. Nicht, dass das irgendwie blöd wird. Und jetzt habe ich meine Dias rausgeschmissen. Perfekt. Egal, ich gehe zu grün durch. Er läuft dort hinten entlang. Und ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Er läuft jetzt gerade auf jeden Fall in seine Base. Er sieht mich noch nicht, das ist gut. Dann kann ich mal eben kurz die nächste Potion nehmen. Und zack, sehr gut. Dann müsste es jetzt eigentlich passen. Ich glaube, er hat sich einen Tracker gekauft, weil er ist ja auch echt gut. Deswegen beeile ich mich mal eben. Ich kaufe mir... Oh ja, er sieht es nicht, er sieht es nicht. Oh mein Gott, ich habe sein Bett, ich habe sein Bett, ich habe sein Bett. Und er wundert sich. Ich kann ihn hitten, ich kann ihn hitten, ich kann ihn hitten. Bitte. Ja, GG, oh mein Gott, er war sogar MVP Plus. Okay, nicht schlecht, ich glaube, er hat sich irgendwie Hypixel Level mit was anderem hochgefahren, weil da war er 140, aber er war nur Bad Wars Level irgendwie 49, also Glück gehabt. Ich finde, das war ein gutes Video, ich hoffe, ihr konntet damit ein bisschen sehen, dass Leather Clutches was bringen. Ja, und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Video, ciao.